Ja, herzlich willkommen zu Resident Evil Zero, ein neues Projekt von mir, gleich gefolgt von Resident Evil Remake, den ich gemacht habe. Ja, und dann wollen wir mal ein neues Spiel beginnen. Wir spielen natürlich auf einfach, weil ich weiß, auf normal ist es vielleicht zum Anfang noch einigermaßen einfach sozusagen. Aber im späteren Spielverlauf werden wir da arge Probleme kriegen. Außerdem gibt es bei Normal auch viel weniger Gegenstände und alles. Ja, und schwer schon gar nicht. Und ihr kennt mich, ich mache immer einfach. Denn selbst in einfach tue ich fehlen manchmal. Oder sehr oft sterben. Dann sage ich mal willkommen zu Zero. Und jetzt kommt erstmal eine Geschichte und A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. I should hold off for a while. But I wonder how those R&D people would react to this. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing! Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Hmm.
Ja, und wir spielen Rebecca Chambers. Chambers, glaube ich, ja, Rebecca. Und ja, fangen wir mal an. Wir müssen jetzt hier uns den Zug durchsuchen nach Billy Cohen. This is Officer Chambers from Star's Bravo team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has set up a fund to help our farmers. But as of 2 years ago, when a similar fund was set up, the local government stepped in and took over. Unsere ersten Zombies. So. What just happened? I thought they were dead. Ja, das waren unsere ersten Zombies und ich fand, das war jetzt ganz schön laut. Müsste ich noch mal nachprüfen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, wir müssen aber da lang. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut, der Ton. Ich werde es aber nochmal... Ich hatte es vor der Aufnahme eigentlich den Gamezone etwas leiser gemacht. Ja, und hier haben wir die ersten Räume, die wir durchsuchen können. Schauen wir uns mal hier um. Was haben wir denn hier so Schönes? Ja, und vorlesen werde ich wieder nicht. Weil ich habe das Spiel auch schon mal durchgespielt. Damals, also ungefähr vor 2 Jahren. Und... Ah, ja, hier liegt... Ja, und hier gibt's dann wieder was, eine Erneuerung. Also hier gibt's jetzt keine Kisten mehr, wo wir das Zeug ablegen müssen. Wenn wir was nicht tragen können, schmeißen wir es einfach auf den Boden. Das Wichtige daran ist, dass man es anklickt, damit es nicht verloren geht. Also alles, was man jetzt hier im Zug sieht, anklicken, wenn man sie mitnehmen kann, einfach auf den Boden legen. Später dann geht uns das nicht verloren. Aber dazu will ich jetzt nicht mehr sagen. So. Jetzt können wir hier noch rein. Das ist jetzt ein Speicherraum und da ist es dabei geblieben, dass es dann mit diese Farbbänder wird gespeichert. Und hier haben wir unsere Karte, kann ich euch mal kurz zeigen. Ah, hier ist auch wieder anders. Hier kann man nicht, wenn man nochmal drauf drückt auf Karte, kann man nicht die Karte zurückdrücken. Na, und ich finde, die Musik ist schon ganz schön laut. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal das Farbband. Das werde ich wohl noch etwas leiser machen müssen. Ich schaue es mir dann gleich mal an. Ja, hier ist noch eine Schreibmaschine. Genau. Ja, nehmen wir auch Steckplatz A. Ja, hier seht ihr, hier habe ich es einmal schon mal durchgespielt gehabt. Nehmen wir aber jetzt den zweiten Steckplatz.
So. Und ich mache hier, ist jetzt zwar ziemlich kurz das Video, aber müsst ihr entschuldigen, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt, um nachzusehen, ob das mit der Musik, weil ich höre die hier ziemlich laut, würde ich mal sagen. Ich habe Angst, dass er mich da nicht mehr hört. Also bis später. Tschüss.